Der Hamburger HSV hat anscheinend seinen Wunschtrainer gefunden. Sky zufolge stehen die HSV-Verantwortlichen kurz vor einer Einigung mit dem Ex-VfB-Coach Tim Walter. Wie Sky momentan berichtet, sollen sich die HSV-Verantwortlichen in fortgeschrittenen Gesprächen mit Tim Walter befinden. Demnach soll mit dem 45-Jährigen bereits in weiteren Teilen eine Einigung über ein Engagement in der Hansestadt herrschen. In Hamburg wäre ja Walter der vierte Cheftrainer für das Projekt Wiederaufstieg. Derzeit betreut er Horst Rubech und ich hoffe, ich habe endlich seinen Namen richtig ausgesprochen, interimsweise das Team, der aber eben in der Nachwuchsabteilung jetzt nach dieser kurzen Amtszeit wieder zurückkehren wird. Walters Karriere begann in der Jugend beim Karlsruher SC. Seinem ersten Engagement als Cheftrainer war bei Holstein Kiel, wo er nach nur einer Saison zum VfB Stuttgart wechselte. Sein Traineramt dauerte dort aber nur bis zur Winterpause, wo er mit dem VfB zu dem Zeitpunkt auf Platz 3 stand. Sein Nachfolger war der aktuelle Cheftrainer Pellegrino Materazzo. Und beim HSV wartet auf Walter eine knifflige und schwere Aufgabe, denn der HSV hat jetzt zum dritten Mal in Folge ja den Wiederaufstieg verpasst. Aber es wird eben noch schwerer. Mit Schalke 04 und Werder Bremen kommen mindestens zwei weitere große Traditionsvereine in die zweite Bundesliga, die ohnehin schon ja dicht besetzt ist. Und im Falle einer Niederlage in der Relegation würde zudem auch noch der erste FC Köln kommen. Also das heißt nicht umsonst, die zweite Liga wird dermaßen geil, aber auch richtig spannend und schwer eben für solche Vereine wie der HSV. Was meint ihr zu Tim Walter? Gerne damit in die Kommentare. Schafft er es jetzt zum vierten Mal den HSV endlich in die erste Liga zu schießen oder denkt ihr, das hilft auch nichts? Damit gerne in die Kommentare. Ich war ja Amit. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.